Prolog. Ich erinnere mich an das Schwarze Meer. Ich war 5 Jahre alt und besaß ein aufblasbares Krokodil, grellgrün mit braunen Streifen. Man konnte sich auf das Krokodil draufsetzen und sich treiben lassen im trüben Wasser des Meeres an diesem überfüllten Strand. Mama trug einen Bikini mit Sternchen aus der amerikanischen Flagge. Papa war jung und dünn und sah aus wie ein italienischer Mafioso. Schnurrbart, schwarzes Haar und große leidende Augen, in denen auch Wut war. Dass die Sternchen auf Mamas Bikini eigentlich auf die amerikanische Flagge gehörten, wusste ich damals natürlich noch nicht. Das habe ich erst später verstanden, als ich mir im Laufe meines Lebens immer wieder die Fotografie ansah, auf der Mama und Papa knietief im Meer stehen und ich auf dem Gummikrokodil sitze. Ich bin an diesem Tag kurzzeitig am Strand verloren gegangen. Niemand konnte mich finden. Es waren enorm viele eng beieinander liegende Stranddecken im Sand verteilt und unzählige Sonnenschirme aufgestellt worden, die für mich alle gleich aussahen, weil ich nur deren Stiele erkennen konnte und nie die Spitzen mit den unterschiedlichen Blumenmustern, an denen ich mich hätte irgendwie orientieren können. Und es wuselte so sehr von anderen kleinen Kindern, dass ich mich auf einmal in meiner Badehose und ohne Sonnenhut allein im Sand wiederfand und nicht mehr wusste, woher ich gekommen war und wohin ich jetzt laufen sollte. Ich ahnte, dass ich verloren gegangen war. Ich versuchte, das zu verdrängen, mit allem Bewusstsein, zu dem ein 5-jähriges Kind fähig ist, und trat zwischen den Menschen im heißen Sand auf der Stelle herum. Ich schluckte die langsam aus dem Hals in die Nase ziehenden Verlorenheitstränen hinunter und hielt die Zeit an. Das Lachen und Reden der fremden Menschen um mich herum kam mir von Minute zu Minute immer lauter und langsamer vor. Die Sonne prallte auf meinen Kopf, der keinen Sonnenhut trug, weil er liegen geblieben war auf der Stranddecke, die ich nicht mehr fand. Nach oben schauen konnte ich nicht, die Sonne war zu grell. Nach unten zu schauen machte mich traurig und weinen wollte ich ja nicht. Ich schaute vor mich hin und sah Knie und Bäuche und Stangen von Sonnenschirmen. Ab und zu rannte ein quietschendes Kind an mir vorbei und rempelte mich an. Die Augen schließen konnte ich nicht, das wäre aufgefallen, und ich wollte mich doch am liebsten unsichtbar machen aus Angst vor der Einsamkeit, die mich ergriff. Also schloss ich meinen Blick bei offenen Augen und schaute nach innen. Es war düster in mir und schimmerte zwischendurch bordeauxrot. Der Ort erinnerte mich an die Zeit im Bauch meiner Mutter und irgendwie auch an das Meer unter der Wasseroberfläche. Ich habe Angst vorm Tauchen, aber mir blieb keine andere Wahl. Ich tauchte und hörte gedämpft, wie sie dort, außerhalb der Bauchdecke, miteinander sprachen, mal lauter, mal leiser, irgendetwas von, das alles dauert hier nicht mehr lang, ein paar Jahre noch, sie hier, an sie müssen wir denken. Wobei jemand immer wieder gegen die Bauchdecke tippte, was ich ganz und gar nicht mochte, da es mir zu verstehen gab, dass auch dieser beruhigende Zustand im Warmen irgendwann ein Ende nehmen würde und nicht nur die Jahre, von denen sie da draußen sprachen. Ich stand reglos im Sand, bis ich gefunden wurde von meiner beinahe weinenden Mutter und sehr ausgeschimpft. Aber das interessierte mich nicht. Ich wollte gar nicht getröstet werden. Verloren gehen fühlt sich einsam an, aber auch interessant. Unbewusst, ohne es in Worte fassen zu können im eigenen Kopf, beginnt man sich daran zu gewöhnen und sich zu fragen, ob dieser Zustand jetzt bis zum Tod anhalten wird. Der Mensch gewöhnt sich an alles, hörte ich im Laufe meines Lebens oft von Papa. Ungefähr so oft wie den Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ich akzeptierte, dass ich verloren gegangen war und versuchte, mich zu verwandeln. Kapitel 27. Irgendwo zwischen Saporoschje und Usbekistan, 1941. Aarons Mutter hilft in Eile und Panik der jungen Mutter mit dem Säugling auf dem Arm aus dem Waggon. Sie nimmt das kleine Kind an sich und versucht dabei, auch Aaron nicht aus den Augen zu verlieren. Sein Vater beugt sich im Rennen über Aaron, so als würde er den Jungen in sich einrollen wollen. Die Erde bebt unter ihnen, es ist Nacht, aber alles scheint hell erleuchtet von den fallenden Bomben. Sie stürzen vom Himmel und reißen Löcher in die schwarze Erde. Rosa mit dem Säugling auf dem Arm versucht, ihn auszuweichen, wirft sich dabei immer wieder auf die Erde und schützt das Baby unter ihrem Körper. Aarons junge Mutter rennt Rosa hinterher und wirft sich ihrerseits auf sie und das kleine Mädchen in der Hoffnung, so noch mehr Schutz geben zu können mit ihrem dürren, verletzlichen Körper. Aaron ist 10 Jahre alt und merkt, dass sie sich auf einem Feld befinden. Es ist Getreide, durch das sie sich wühlen. Ist es Raps oder Senf? Warum blüht das im Herbst? Fragt er sich. Er wirft sich auf den Boden beim Knall der nächsten fallenden Bombe, hält seine Hände über dem Kopf und spürt seinen Vater über sich. Der Krach wird immer breiiger, bis er gar nicht mehr aufhört. Die Bomben fallen ohne Intervalle immer weiter. Es ist ein Meer aus Krach und es piept in Aarons Kopf.
Er drückt sich die Fingerspitzen in die Ohren und versucht, sich das Ganze von oben vorzustellen, um sich von seiner eigenen Angst abzulenken. Die Erde ist ein großer, haariger Kopf, auf dem sie liegen. Und je mehr Bomben fallen, desto mehr Löcher entstehen auf der Kopfhaut. Die Haare fallen büschelweise aus und am Ende ist nur noch eine Glatze zu sehen, auf der sie wie Läuse hin und her wimmeln oder regungslos liegen bleiben, so wie sein Vater über ihm jetzt. Aaron hört nur noch einen einzigen hohen Ton in seinem Ohr, der immer lauter wird. Er spürt das Gewicht seines Vaters auf seinem Rücken, der ihm die Luft abschneidet. Er betastet die kalten, großen Hände seines Vaters, die sich um seinen Bauch gelegt haben, um ihn zu schützen, und spürt eine warme Flüssigkeit an seiner Schläfe herunterlaufen. Er ruft immer wieder Tatenju, Tatenju, und wagt nicht, den Vater von sich herunterzurollen, da er befürchtet, es damit noch schlimmer zu machen. Es schreit in seinen Ohren, die Bomben leuchten als Feuerwerk in seinen Augen, und er schmeckt matschige Erde mit seiner Zunge. Kapitel 24. Berlin, Deutschland, jetzt. Ich bin zu kleingeistig für Suizid. Das wäre ja fast schon pathetisch, wie meine beschissenen Bilder. Außerdem braucht Karl mich. Ich hänge fest in meinem Alltag, in meinem verhältnismäßigen Wohlstand. Würde ich noch in Osteuropa leben und wäre nicht die Tochter von Oligarchen, was ich ja nicht bin, würde ich über mich selbst denken, ich sei reich. Was würde ich eigentlich machen, wenn ich noch in Moldawien lebte oder in Rumänien, Lettland, irgendwo dort, wo ich scheinbar nie gewesen bin. Ich habe meine Brandwunden abgetupft mit Desinfektionsmitteln. Nun betrachte ich die Haut, die sich zusammenzuziehen scheint, und stelle mir die Zellen vor, die sich unsichtbar zu regenerieren versuchen. Ich werfe mich auf das Bett, in dem Mark schon lange nicht mehr schläft, und drücke mir das Kopfkissen fest aufs Gesicht. Ich drücke es in meine Erinnerung hinein. Ich war Anfang 20, als ich nach Chisinau geflogen bin, das erste Mal allein. Ich stieg aus dem Flugzeug und betrachtete im Bus zur Flughafenhalle die anderen Menschen, von denen viele so wirkten, als sei die Ankunft in ihrem Land ein Nationalfeiertag. Sie wirkten stolz und gelöst und irgendwie bewunderte ich sie, denn ich spürte nichts, nur dieselbe Fremdheit wie überall. Ich stand in der Flughafenhalle und hatte vergessen, dass Moldawien nicht zur EU gehört. Dieses Land liegt nicht in der Europäischen Union, klingelte es in meinem Kopf. Es brannte, es knallte fast. Ich bewegte mich immer weiter vor in der Schlange zur Passkontrolle und begann zu beten. Die EU löst wirtschaftliche Probleme. Die EU schafft Freihandelsräume nach dem Willen der EU selbst, die der langfristigen Stabilisierung des Landes dienen. Die EU ist Haupthandelspartner des Landes. Warum tut die EU das? Hat sie zu viel Herz? Weil sie so Geld aus Moldawien bezieht, indem sie den Scheiß aus der EU in Moldawien auf dem Markt verkauft. Ich entferne reflexartig das Kissen von meinem Kopf und schnappe nach Luft. Meine Eltern haben früher oft prophezeit, dass ich, wenn ich noch in Osteuropa leben würde, Mist aus China auf dem Markt verkaufen oder irgendwo abwaschen würde. Manche Menschen können eben die Zukunft vorhersehen. Meine Eltern können anhand einer nicht stattgefundenen Vergangenheit die nicht vorhandene Gegenwart sehen. Klar, andersherum ist es besser. Lieber hier Mist aus China in den Discountern kaufen, als ihn dort auf dem Markt verkaufen. Aber auch in Moldawien würde ich wahrscheinlich genau das machen, was ich in Deutschland mache, auf meine Leinwand kotzen und so tun, als sei das Kunst. Was heißt Poschleist auf Deutsch? Frage ich mich und stopfe mir eine Kissenecke in den Mund, bekomme keine Luft und spucke sie hustend wieder aus. Es gibt keine Übersetzung. Abgeschmacktheit, Plattheit, Obszönität, aber das beschreibt alles nicht dasselbe wie das Wort Poschleist im Russischen. Es bedeutet viel mehr als platt oder unanständig oder schlüpfrig oder vulgär. Es beschreibt meine Seele und meine Bilder. Die Bedeutung dieses Wortes, Poschleist, das riecht wie faules Fleisch, schmeckt wie nasse Zigarette, sieht moralisch verwerflich aus, wenn man moralisch ist. Die Bedeutung dieses Wortes kann man nur verstehen, wenn man noch in irgendeiner Hinsicht moralisch ist, denn wenn sämtliche Erinnerungen an irgendwelche Werte wirklich ausgestorben sind, dann herrscht Poschleist. Und was das ist, das kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Unmöglich. Ich drücke das Kissen erneut auf mein Gesicht und versuche es auszuhalten, nicht zu atmen. Vielleicht lerne ich auf diese Weise endlich auch tauchen. Ich stand im Flughafen in der Schlange zur Passkontrolle und fürchtete mich vor ihrem Ende. Ich beschloss, das Ganze einfach mit Humor zu nehmen und stellte mir vor, ich sei nicht ich. Das konnte ich schon immer gut. Ich konnte mich verwandeln, weil ich als Kind einmal am Strand verloren gegangen bin. Ich betete mein postsowjetisches Gebet vorsichtshalber zu Ende. Die EU ist Haupthandelspartner des Landes, weil sie ihren Scheiß in Moldawien auf dem Markt verkauft. Meine Eltern haben also recht. Irgendwer verkauft immer Scheiß auf dem Markt. Russland sagt, wenn ihr mit der EU kooperiert, kaufen wir euren Wein nicht. Ätsch. Moldawien verkauft aber nur Wein.
Russland schwächt die moldawische Wirtschaft. Wenn ihr euch an Europa ranmacht, kaufen wir euren Wein nicht. Ätsch. Was die Moldawier selbst angeht, so will die Hälfte die EU als Mama und die andere die Eurasische Wirtschaftsunion. Die Bezeichnung habe ich auswendig gelernt, falls mich jemand fragen sollte. Will Moldawien eigentlich unabhängig sein? Die EU löst wirtschaftliche Probleme. Die EU schafft Freihandelsräume, denke ich, und beiße auf der Kissenecke herum. Ausweis, befahl mir eine mechanische, verrauchte Stimme. Ein Roboter, der raucht. Nein, ich habe meinen Reisepass nicht dabei, nur den Personalausweis, entschuldige ich mich. Sie sind in Chisinau geboren? Fragte eine weibliche, nicht verrauchte, aber urteilende andere Stimme. Ja, bin ich. Grinsen, tuscheln, lachen. Und warum haben Sie die Staatsbürgerschaft aufgegeben? Weil ich DDON bin. Was? Definitiver Depp ohne Nationalität. Was? Mutter Russin, Vater Jude. Ich schielte dabei. Verächtlicher Blick ihrerseits. Tuscheln, Telefon, abführen, durchsuchen. Ich verbrachte eine Nacht im Flughafen und flog wieder zurück. Nach ein paar Monaten kam ich mit einem Reisepass wieder und mit dem Bewusstsein, dass Moldawien wirklich etwas anderes war als das bessere Europa. Das ist es bis heute. Und irgendwann wird es wahrscheinlich einfach wieder Russland sein, so wie es lange Zeit Sowjetunion war, weil es zu klein ist für seine eigene Unabhängigkeit. Ich krieche mit dem Kopf unter das Kopfkissen und weine bitterlich. Was soll das sinnlose Geheule? Warum funktioniere ich nicht? Ich fühle mich nicht mehr begehrt, nicht mehr geliebt, nicht mehr gesehen. Ich sehe selbst nichts mehr, außer das Motiv für dieses merkwürdige Bild, das ich in den letzten Wochen beendet habe, das ich selbst als Poschlist bezeichne. Ich werde es zu den anderen Bildern auf dem Dachboden stellen, weil ich keinen Galeristen habe, keinen Agenten, keine Fotos von meinem Erfolg auf Facebook. Nicht mehr. Ich bin gestorben in den letzten Jahren. Ich schwitze unter dem Kopfkissen, meine Nase läuft, meine Tränen machen den Kissenbezug und das Bettlaken nass und schleimig und ich würde jetzt gerne in tiefes Gewässer eintauchen, was ich mich nicht traue. Ich möchte in die Tiefe unseres Ursprungs tauchen, um mir die Algen und Fische und Wasserinsekten anzuschauen, nackt zu frieren in dem eiskalten Wasser und einfach den Mund aufmachen, um zu versuchen, ein Lebewesen zu werden, das Flüssigkeit in seine Lunge lassen kann. Diesen glasigen Fischblick von dieser Catherine aus meinem Traum übernehmen und wie verlangsamt durch das Wasser treiben, während ich ab und zu mein Maul aufsperre, um kleinere Fische zu verschlucken. A fish doesn't think, because a fish knows everything. Ich schließe die Augen, atme nicht und beobachte meine Angst. Marks innerer Abgrund ist so dunkel, wie es hier unter meinem Kissen mit geschlossenen Augen ist. Dunkelheit, die schwärzer ist, als sie es sein kann, blinder als blind. Er spricht nicht darüber. Ich werfe das Kissen gegen die Stehlampe und schnappe nach Luft. Ich starre an die Decke in unserem Schlafzimmer. Was sind Depressionen? Habe ich ihn einmal gefragt. Kein Interesse mehr, antwortete er. Die Zartheit seiner Finger verwandelte sich mit der Zeit in Unbeweglichkeit aus dickflüssigem Gel, umschlossen von seiner dicken Haut, die nichts mehr durchlässt. Er spricht nicht mehr mit mir.